Liebe Schülerinnen und lieber Schüler der Klasse 7R1, ich melde mich zurück aus dem Kinderzimmer von meinem Sohn mit der Kindertafel und ich versuche ein kleines Video zu machen, damit ihr bei den Hausaufgaben keine großen Probleme bekommt. Letzte Woche, da habe ich euch ein kleines Video hergestellt und zwar ging es um die natürlichen Zahlen. Das sind solche Zahlen wie 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann bin ich darauf eingegangen, dass ihr in der Grundschule diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl dargestellt habt, dass ihr schon was über die Anordnung kennengelernt habt. Das heißt, dass zum Beispiel die 2 kleiner ist als die 3. So, und dann habe ich versucht zu erklären, warum man negative Zahlen braucht. Ne? Denn eine Aufgabe wie 2 minus 3 hat hier nämlich in diesen natürlichen Zahlen keine Lösung. Ne? Man braucht eine Zahlbereichserweiterung und diese Zahlbereichserweiterung, die kriegt man hin, indem man den Zahlenstrahl einfach verlängert und sich dann die negativen Zahlen hier dran schreibt. So, und dann wäre zum Beispiel eine Aufgabe wie 2 minus 3, das heißt, ich gehe 3 Stellen nach links, 1, 2, 3, wäre dann tatsächlich lösbar. Aber um das Rechnen mit negativen Zahlen, so weit sind wir noch lange nicht. Uns geht es erstmal darum, dass wir jetzt hier den Zahlenstrahl erweitert haben und ich möchte euch heute etwas über die Anordnung erklären. So, letzte Woche habe ich dann auch noch kurz erklärt, wofür man diese negativen Zahlen braucht. Leider braucht man sie manchmal, wenn es ums Geld geht, oder man braucht sie auch, um kalte Temperaturen darzustellen, zum Beispiel minus 5 Grad. Okay, mir geht es jetzt um die Anordnung. Und wenn ich mir die Anordnung der natürlichen Zahlen angucke, dann ist zum Beispiel die 2 kleiner als die 3. Und das kann ich mir ganz gut so erklären. Also na klar, ich kann an Geld denken, 2 Euro sind weniger als 3 Euro. Ich kann an Temperaturen denken, 2 Grad sind weniger als 3 Grad. Aber ich kann auch ganz einfach sagen, Mensch, die 2 ist weiter links auf dem Zahlenstrahl, also ist die 2 kleiner. Und das kann ich jetzt so fortführen. Zum Beispiel ist die minus 1 kleiner als die 0. Warum? Weil minus 1 Grad ist kälter als 0 Grad. Und ich kann sagen, Mensch, die minus 1, die ist weiter links auf der Zahlengerade, auf dem Zahlenstrahl. Jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, dass die minus 4 kleiner ist als die minus 1. Die Begründung ist die gleiche. Wenn ich 4 Euro Schulden habe, ist das weniger Geld als 1 Euro Schulden oder in Temperaturen minus 4 Grad sind, ist kälter als minus 1 Grad. Ja, und dann habt ihr auch in der Grundschule natürlich das umgedrehte Zeichen kennengelernt. Wenn ich sagen möchte, dass 3 größer ist als 2, dann klappt das natürlich genauso, muss ich gar nicht groß erläutern. Zum Beispiel hier, minus 1 ist größer als die minus 4. Damit könnt ihr schon einen Großteil der Aufgaben lösen. Und den anderen Teil der Aufgaben, den könnt ihr, wenn ich hier meine Tafel gewischt habe. Wir hatten schon öfter in diesem Schuljahr das Koordinatensystem. Und da könnt ihr euch daran erinnern, diese waagerechte Achse, die nennt man die X-Achse. Und diese senkrechte Achse, das ist die Y-Achse. Und wir haben das zum Beispiel benutzt in der Geometrie, damit ich euch ein paar Koordinaten sage und ihr konstruiert dann alle das gleiche Dreieck. Na, zum Beispiel, wenn ich den Punkt A1, 3 eintragen möchte, dann ist die erste Zahl, das ist die x-Koordinate, das bedeutet, hier irgendwo ist der Punkt. Und der zweite Wert, das ist die y-Koordinate, 3. Das heißt, hier irgendwo ist der Punkt und da, wo die beiden sich schneiden, da ist dann der Punkt A. Ne? An der Stelle ist x 1 und y 3. Ja,
Das hier, das sind die natürlichen Zahlen. Wir haben natürlich auch schon mit den sogenannten positiven, rationalen Zahlen gearbeitet. Also wir wissen durchaus, dass hier 1,5 ist. Ne? Die natürlichen Zahlen sind die Zahlen ohne Komma. Und wenn ich jetzt hier noch die Teile mit reinnehme, die Brüche, dann bin ich bei den rationalen Zahlen. So. Und was ich jetzt aber tun kann, wir sind bei dem Thema negativen Zahlen, bei dem Thema negative Zahlen, ich kann jetzt hier meine Achsen einfach auch erweitern, ne, dass ich keinen Zahlenstrahl, sondern eine Zahlengerade habe. Und das kann ich einmal kurz demonstrieren mit meinem provisorischen Lineal. Ich zeichne die Achse nach links weiter, wie ich das bei der Zahlengerade auch schon gemacht habe, und ich zeichne die nach unten weiter und schon habe ich ein vollständiges Koordinatensystem mit negativen Zahlen. So, hier meine Y-Achse wird negativ. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, wirklich jeden Punkt hier auf dieser Fläche zu bezeichnen. Zum Beispiel könnte ich jetzt fragen, Mensch, wo ist denn der Punkt minus 2, 1? Das soll meinetwegen der Punkt B sein. Wo ist der hier auf meinem Koordinatensystem zu sehen? Minus 2 ist hier. Jetzt kann ich ja nicht nur nach oben, sondern auch nach unten gehen. Aber nach unten macht keinen Sinn, weil ja mein zweiter Wert, der Y-Wert, der ist ja positiv. Der ist hier. Also an der Stelle ist der Punkt B. So, jetzt bereite ich nochmal ein kariertes Blatt vor, wo ich nochmal ein etwas schöneres Koordinatensystem zeichne, und dann erkläre ich euch den Rest der Hausaufgabe. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Teil der Hausaufgabe erklären, und zwar auf Seite 173 ist das die Nummer 3. Der Aufgabentext lautet: Zeichne ein Koordinatensystem, Einheit 1 cm und trage die Punkte ein. In welchem Quadranten liegen sie? Also die Punkte. Ich möchte das einmal am Punkt A und am Punkt L erklären. Ihr müsst natürlich ein Koordinatensystem zeichnen. Jetzt zoome ich ein bisschen raus, dass wir den Überblick weiterhin haben. So, Koordinatensystem ist kein Problem. Ich möchte jetzt hier den Punkt A darstellen, minus 4, minus 2. Zuerst kommt die x-Komponente. Minus 4, da ist minus 4 auf der x-Achse. Und minus 2 auf der y-Achse ist hier. Und jetzt gucke ich mir an, wo der Schnittpunkt ist von meinen beiden Hilfslinien. Und da ist dann der Punkt A. So, und wenn ihr die Hilfslinien am Anfang einzeichnet, ist das überhaupt kein Problem. Und dann seht ihr, dass ihr im Laufe der Zeit diese Hilfslinien nicht mehr benötigt. So, der Punkt L, minus 1,3, das ist ein bisschen komplizierter, weil wir nämlich kein Millimeterpapier haben. So, da ist minus 1, da ist minus 2, also liegt genau in der Mitte minus 1,5. Dann ist minus 1,3 vielleicht ungefähr da. Ganz genau klappt das nicht, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ungefähr reicht völlig aus. So, da ist minus 1,3 und 3,6 ist hier irgendwo. Und da, wo die sich treffen, da ist dann der Punkt L im Koordinatensystem. So, jetzt gibt es noch die Aufgabe mit den Quadranten. Ja, hier sind so vier Quadranten durch das Koordinatensystem aufgespannt. Das hier ist der erste Quadrant. Das geht jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn. Ne? Normalerweise läuft die Uhr in die Richtung. Es ist entgegengesetzt. Und zwar hier ist dann der Quadrant 2, hier ist der Quadrant 3 und den vierten Quadranten, den haben wir dann hier. Und ihr müsst das nicht mit römischen Zahlen machen. Also würde ich jetzt hier sagen, Mensch, der Punkt A, der liegt im dritten Quadranten. Schreibe ich eine 3 dahinter. Meinetwegen noch ein Q für Quadrant. Und der Punkt L, der liegt im zweiten Quadranten. Ja, so viel dazu. Ich bin mir sicher, dass ihr mit Aufgabe 3 keine großen Probleme bekommt. Ist etwas arbeitsaufwendig, aber ich denke, die Übung, die lohnt sich. Wenn ihr dann die Seite umschlagt, dann seht ihr auf der folgenden Seite Nummer 8, die nächste Hausaufgabe. Da müsst ihr das Gegenteil machen. Ihr habt ein Koordinatensystem und ihr müsst jetzt hier die Koordinaten ablesen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wie die Achsen eingeteilt sind. Ich möchte jetzt einmal hier den Punkt E beschreiben. Und zwar der X-Wert wird zuerst genannt, minus 6.
Und der y-Wert, oh, der liegt zwischen 2 und 4 und das ist natürlich dann die minus 3. Der liegt natürlich zwischen minus 2 und minus 4. Also lautet die Koordinate von e minus 6, minus 3. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Hausaufgaben. Gebt euch richtig schön viel Mühe, schickt mir eure Fotos zu und dann werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche wieder ein kleines Video von mir sehen. Macht's gut, tschüss.